Hey, meine neugierigen Freunde. Das Höhenbergsteigen ist für sich allein gesehen schon gefährlich genug. Doch zusätzlich zur physischen Gefahr durch Abhänge, Gletscherspalten oder Lawinen kommt auch noch die psychische Komponente. In Höhen über 7000 Metern wird unsere Psyche auf eine harte Probe gestellt. Bergsteiger berichten unter anderem davon, seltsame Stimmen gehört zu haben. Im Extremfall kann es sogar zum sogenannten Third-Man-Phänomen kommen. Forscher rätseln, denn dieses Phänomen tritt auch unabhängig davon auf, ob der Bergsteiger unter der bekannten Höhenkrankheit leidet. Was hat es damit auf sich? Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Wenn du dich für Wissenschaft interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran! Die sogenannte Höhenkrankheit ist ein bekanntes Phänomen, das je nach Konstitution des jeweiligen Menschen und seiner Akklimatisation bereits ab Höhen von etwa 3000 Metern auftreten kann. Je höher der Mensch steigt, desto schlimmer kann es werden. Es treten Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Atemnot oder Benommenheit auf. Die Ursache für die Höhenkrankheit liegt darin, dass der Luftdruck mit zunehmender Höhe immer weiter abnimmt und damit auch der Sauerstoffpartialdruck. Dadurch kann der menschliche Körper weniger Sauerstoff aufnehmen. Weiterhin führt der geringe Sauerstoffpartialdruck zusätzlich zu einer Verengung der Blutgefäße in der Lunge. Die Folge ist eine Sauerstoffunterversorgung des Körpers, eine sogenannte Hypoxie. In diesem Zustand ist die Gefahr für Bergsteiger besonders groß. Die verminderte Wachsamkeit und die Benommenheit führen nicht selten zu Abstürzen und Unfällen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, so kommen ab einer Höhe von etwa 7000 Metern Berichten zufolge auch schwerwiegende psychische Probleme, wie Halluzinationen und Wahnvorstellungen hinzu, die vom Hören von Stimmen bis hin zum sogenannten Third-Man-Phänomen reichen. Von eben diesem Third-Man-Phänomen berichtete der britische Extrembergsteiger Jeremy Windsor. Er erzählte von einem imaginären Begleiter namens Jimmy, den er im Jahr 2008 bei einer Besteigung des Mount Everest sah. Ich traf Jimmy zum ersten Mal auf einem kalten, windumtosten Schneefeld, hoch auf dem südöstlichen Grat des Mount Everest. Unsere Begrüßung war kurz, kaum mehr als ein dumpfes Hallo. Ich war sicher, dass ich sehen konnte, wie sich Jimmy leichtfüßig in der Dunkelheit bewegte. Ein weiterer Bericht stammt von Sergio Zigliotto, der während einer Besteigung des 8163 Meter hohen Manaslu im Jahr 2017 eine heftige Psychose erlebte. Nach etwa 2 Stunden war ich überzeugt, durch einen Wald zu laufen. Ich kam an Berghütten vorbei. Plötzlich hörte ich lautes Donnern und ich war über jemanden verärgert, der neben mir lief. Er wärmte mir nicht meine kalten Füße. Nachdem vermehrt solche Berichte auftauchten, versuchten Forscher der Universität Innsbruck und des EURAG-Forschungszentrums in Bozen, dieses Phänomen genauer zu untersuchen. Dazu analysierten die Mediziner insgesamt 83 Berichte von Bergsteigern, bei denen es zu Halluzinationen und Wahnvorstellungen gekommen war. Sie kamen zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass die Höhenpsychose auch unabhängig von körperlichen Symptomen der Höhenkrankheit auftritt. Das heißt, es sei nicht unbedingt ein Zusammenhang zwischen der Höhenkrankheit und der Höhenpsychose feststellbar. Die Mediziner klassifizierten diese Symptomatik deshalb unter einer eigenständigen Krankheit, die sogenannte isolierte höhenbedingte Psychose. Warum solche Psychosen auf hohen Bergen auftreten, das ist für die Forscher noch nicht eindeutig klar. Sie glauben, dass dabei sicherlich auch der Sauerstoffmangel oder Schwellungen in bestimmten Bereichen des Gehirns eine Rolle spielen. Aber auch eine Ursache, die nichts mit der Höhe zu tun hat, kommt für die Forscher in Frage. Dr. Hermann Brugger, Leiter des Instituts für Alpine Notfallmedizin am EURAG-Forschungszentrum in Bozen, sagt dazu: Es ist auch bekannt, dass ein völliger Entzug des sozialen Kontakts und eine lange andauernde Einsamkeit Halluzinationen hervorrufen kann. Er könnte sich eine Kombination aus verschiedenen Ursachen wie Vereinsamung, soziale Isolation, extremer Stress, Angst, Hunger, Durst, Kälte und vor allem natürlich auch Sauerstoffmangel vorstellen. Extrembergsteiger haben einen Sauerstoffgehalt im Blut, bei dem Intensivmediziner sofort Reanimationsmaßnahmen einleiten würden, sagt Dr. Hermann Brugger. Einen Zusammenhang zwischen Sauerstoffmangel und Psychosen zeigten Experimente mit Ratten.
Sie schütteten bei Sauerstoffmangel vermehrt Serotonin und Dopamin aus. Und ein Ungleichgewicht bei den Neurotransmittern wird tatsächlich mit Psychosen in Verbindung gebracht. So schön die Berge also auch sind, so gefährlich und heimtückisch können sie sein. Und das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum es Abenteurer so lieben, auf hohe Berge zu steigen. Es gibt dieses gewisse Risiko und die Unkalkulierbarkeit der Natur. Nicht umsonst wird das Wort bezwingen verwendet, wenn vom Erreichen des Gipfels die Rede ist. Der Berg ist wie ein Gegner, den man bezwingen muss. Bergsteigerlegende Reinhold Messner beschreibt das immer sehr gut in folgendem Satz: Wir gehen dorthin, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wer sich noch mehr für das Bergsteigen interessiert, dem kann ich den ganz neuen Instagram-Kanal von meinem Bruder empfehlen. Find Andrew Irvine. Auf dem Kanal werden Abenteuer- und Bergsteigergeschichten auf wahren Begebenheiten im hochwertigen Paint-Stil erzählt. Und das Ziel des Kanals ist es, den mysteriösen, verschollenen Bergsteiger Andrew Irvine am Mount Everest zu finden. Er versuchte im Jahr 1924 den Mount Everest zu besteigen, doch kam ums Leben. Bis heute wird spekuliert, ob er den Gipfel vorher erreicht hat. Sollte das der Fall sein, dann wäre er der erste Mensch auf dem Mount Everest gewesen und eben nicht Edmund Hillary zusammen mit Tenzing Norgay. Wenn wir seine Überreste finden und mit forensischen Methoden feststellen können, dass er auf dem Gipfel war, dann muss die Geschichte des Alpinismus umgeschrieben werden. Und wir haben dazu beigetragen. Also folgt gerne dem Kanal unter @findandrewirvine und wer mir folgen will, der findet mich ebenfalls auf Instagram unter @neugierzone. Beide Links findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir doch wie immer gerne über einen Daumen nach oben. Danke auch an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.